Unsere Welt. Was ist das? Wie sieht sie aus? Unsere Welt, das ist der Planet Erde, der sich in einer Galaxie befindet. Der Milchstraße. Einer Galaxie von vielen in diesem unendlichen oder vielleicht auch endlichen Universum? Wer weiß das schon? Das ist unsere Welt. Der Ort, an dem wir leben. Zumindest rein geografisch betrachtet. Aber was bedeutet dieser Ort? Was ist er für uns und wie sieht er aus? Und vor allem, was machen wir mit ihm? Nehmen wir doch einfach mal an, wir befinden uns irgendwo ganz weit weg von der Erde, irgendwo im Universum und betrachten von dort unsere Heimat. Je weiter wir weg sind, je mehr wir uns von diesem wunderbaren Planeten entfernen, desto mehr verschwimmen die Grenzen. Am Anfang, wir sind erst ein paar wenige Kilometer abgehoben, können wir noch die verschiedenen Straßen und Häuser und Ortschaften erkennen. Aber wir fliegen weiter. Und die kleinen Örtchen verschwinden in den Schatten der zahlreichen Lichter der Städte, die bald nur noch kleine Punkte sind, kaum größer als ein Staubkorn, als hätte jemand Glitzer auf der Erde verstreut. Doch wir fliegen weiter und weiter, bis wir keine Grenzen mehr sehen. Keine Grenzen zwischen Städten, keine Grenzen zwischen Ländern und Kontinenten. Aber was bleibt dann? Das, was bleibt, ist ein blauer Planet. Unsere Heimat. Aber ich will mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben und unsere Welt aus meiner Sicht, der Sicht einer auf der Erde lebenden Frau betrachten. Und sofort verblasst das Bild des ruhigen blauen Planeten, denn es wimmelt nur so vor Menschen, die ihre letzten Einkäufe erledigen wollen, von einem Job zum nächsten hetzen oder noch den letzten Zug erwischen müssen. Gestresst von der ständigen Erreichbarkeit und beeinflusst von den zahlreichen Idealen, die uns überall entgegenspringen. Die spindeldürren Models, die uns von Plakaten an Bushaltestellen in einem scheinbar niemals endenden Großstadtdschungel mit einem strahlend weißen, künstlichen Lachen anstrahlen, um uns von irgendwelchen Produkten zu überzeugen. Ich fühle mich fast ertränkt von den tausenden Idealbildern, die auf mich einströmen. Sei es das Schönheitsideal der Frauen und Männer oder die Rollenbilder der Familien. Die vielen verschiedenen Schubladen, in die jeder eingeordnet wird, anhand des Aussehens, der Sexualität, des Geschlechts, Beruf. Das alles zwischen Plastikflaschen, Plastiktüten, auf dem Boden, in der Luft, im Meer, in unseren Händen. Gesteuert vom wertlosen Konsum unterstützen wir bei dem Versuch, jemand zu sein, etwas zu sein, was wir nicht sind, menschenverachtende und umweltzerstörende Produktion. Vielleicht steigt uns aber auch einfach die dreckige Luft zu sehr in den Kopf. Beeinträchtigt unser Denkvermögen? Und während die einen schon lange angefangen haben, dafür zu kämpfen, dass unser großer blauer Planet blau bleibt, kämpfen andere immer noch mit aller Kraft dafür, dass er schon bald grau wird. Auch wenn ihnen das vielleicht nicht mal bewusst ist. Und weil es doch so cool ist, braucht man natürlich auch jede Saison den neuesten Modetrend. Weil Rot ist halt jetzt eben nicht mehr in. Und auf der Shoppingtour natürlich auch ein Coffee to go. Mit Plastikstrohhalm. Und Plastikdeckel. Wenn's blöd läuft, auch einen Plastikbecher. Und jeden Morgen vor der Arbeit natürlich auch. Und danach. Für den Flug in die Karibik natürlich auch, sowieso. Und für den jetzt gleich nach Köln, ja klar. Mitten in diesem Chaos, das durch all die Schubladen und Labels geordnet werden soll. Genau. Stehe ich. Klein und einsam. Obwohl überall um mich herum Menschen sind. Und ich frage mich, wo ist diese Grenzenlosigkeit, die Gelassenheit des blauen Planeten? Wieso beschäftigen wir uns damit, wo wir alle anderen einordnen können? Scheiß doch drauf, wer wen liebt und wer welches Geschlecht hat. Denn im Endeffekt sind wir doch alle nur Menschen. Menschen mit einem viel größeren Problem als das Chaos, das wir versuchen zu ordnen. Als den Zwang, sich anzupassen an Möchtegern-Ideale, und dabei unsere Heimat, unseren blauen Planeten vergessen. Und indem wir die Rollen befolgen und die Schubladen immer weiter füttern, geben wir anderen Menschen Macht über uns. Keine Frage, wir werden beeinflusst. Aber sollten nicht wir selbst die Kontrolle darüber behalten, wer wir sind und wer wir morgen sein wollen? Sollten wir nicht zusammenhalten und die Menschen akzeptieren, so wie sie sind? Denn wer gibt uns das Recht, andere anhand ihres Charakters, ihrer Persönlichkeit zu beurteilen? Wer gibt uns das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden? So, wie wir jetzt leben, werden wir uns und unseren wunderschönen, ruhigen,
grenzenlosen blauen Planeten zerstören. Ich will auch morgen noch die Wahl haben, wer ich bin, die Freiheit zu sein, wer ich sein will. Ich will auch morgen noch auf einem blauen Planeten mit grünen Oasen leben, die Blumen riechen, atmen können. Und ich will auch morgen noch das Chaos sehen. Was willst du?